Bei der Kläranlage Mansfurt organisierte Vizebürgermeister Franz Zentner einen Bürgerbesuch. Die Bürger erfuhren alles Wissenswertes über die Aufgaben des Abwasserverbandes Schwechat. Heute eine Bürgerbesichtigung hier des Abwasserverbandes Schwechat, der Kläranlage, eine der größten Österreichs und vor allem eine biologische Kläranlage und auf dem letzten Stand der Technik. Die Bürger werden überrascht sein, was sie hier zu sehen bekommen. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn so eine Anlage auch ins Bewusstsein der Bevölkerung getragen wird und man wirklich einmal sieht, was passiert mit dem Abwasser, wenn es einmal wegrennt und man sieht, was da wirklich damit geschieht. Die größte Anlage in Niederösterreich und eine der größten in Österreich. Damals im Jahr 1981 auf Initiative der Stadtgemeinde Schwechat ins Leben gerufen und ein paar Jahre später ging dann dieser Abwasserverband Schwechat in Betrieb. Eine Erfolgsgeschichte von der Stadt Schwechat, damals wie gesagt initiiert. Was wir jetzt schon in den letzten Jahren gemerkt haben, das Bewusstsein in der Bevölkerung wird ein besseres, was den Umweltschutz anbelangt, und hier sind wir natürlich als Abwasserverband Schwechat einer der Vorreiter in Niederösterreich und darauf sind wir sehr, sehr stolz. Wobei hier ja Abwässer verwendet werden nicht oder verarbeitet werden, nicht nur aus den Haushalten der Stadtgemeinde Schwechat und der Umlandgemeinden, sondern auch der Betriebe, die ja hier in großer Zahl vorhanden sind. Das macht uns so einzigartig, nämlich kommunales und industrielles Abwasser zu haben und dieses zu reinigen. Die Stärke des Abwasserverbandes ist es natürlich, dadurch, dass Kommunen und Industrie dabei sind, dass wir hier Ressourcen optimieren. Das heißt, es ist für den Bürger kostengünstiger. Er spart sich schlussendlich Geld, er zahlt weniger für das Abwasser. Und was noch zu sagen ist, dadurch, dass wir so ein herausfordernder Abwasserverband sind, eben weil industrielles und kommunales Abwasser gereinigt wird, schicken sehr, sehr viele Verbände ihre Mitarbeiter hierher, um diese auszubilden. Und so sind wir mittlerweile auch ein Lehrbetrieb geworden, der halt dieses Know-how weiterträgt. Wenn man dann die Dimensionen betrachtet, was hier, welche Mengen hier anfallen, was hier gereinigt werden muss, dann denkt man schon ein bisschen nach, ob man nicht da einsparen kann, bei sich privat selber im Haushalt. Das wäre natürlich ganz wichtig, aber ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg.